Welcher Wert hat das niedrigste KGV von allen Aktien im S&P 500? Da werfen wir heute einen Blick drauf und wir vergleichen noch weitere Kennzahlen. Welches Unternehmen macht die meisten Umsätze? Welche Aktie hat die höchste Gewinnmarge im S&P 500? Und da sehen wir, dass der ein oder andere Favorit doch deutlich schlechter aufgestellt ist, als man vielleicht denkt oder erwartet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Depot Diary. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Nur kurz vorab die Info. Meine Videos sind keine Anlageberatung. Ich empfehle hier keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Und falls noch nicht geschehen, freue ich mich sehr über ein Abo von dir. Dann kann mein Kanal weiter wachsen und wenn du auch noch die Glocke aktivierst, verpasst du zukünftig kein Video mehr. Ja, die besten Aktien des S&P 500. Ich habe hier mal einen Screener aktiviert und den noch ein bisschen verfeinert und die REITs habe ich rausgenommen, sodass wir hier wirklich nur reine Aktien in der Auflistung haben. Und wenn wir hier zunächst einfach nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen schauen, dann sehen wir, und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, ist Apple aktuell und auch schon seit einiger Zeit das größte Unternehmen, nicht nur in den USA, sondern natürlich auf der Welt. Gefolgt von nicht weniger bekannten Firmen wie Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, also die üblichen Verdächtigen sozusagen. Das also die 10 größten Werte in den USA nach aktueller Marktkapitalisierung. Aus dem Rest der Welt schafft es hier, selbst wenn ich die Beschränkung S&P 500 aus dem Screener herausnehmen würde, stand heute kein einziges Nicht-US-Unternehmen in die Top 10. Aber das nur nebenbei, heute soll es ja um den S&P 500 gehen. Und diese Reihenfolge hier bei der Marktkapitalisierung wird ordentlich durcheinander gewirbelt. Wenn wir mal auf die Rangliste gehen mit dem meisten Umsatz, da wird Apple auch von Platz 1 gestoßen und verdrängt von Walmart. Und Apple landet hier auf Platz 4. Die einzigen aus den Top 10 der Marktkapitalisierung, die überhaupt hier noch mit dabei sind beim Umsatz, sind dann eben Amazon, Berkshire Hathaway und Alphabet. Besonders die United Health Group hat sich ja gerade in den letzten Jahren besonders stark entwickelt. Das sieht man ja auch am Chartverlauf und kratzt hier auch mit einer Marktkapitalisierung von knapp 470 Milliarden Dollar auch an den Top 10, was diese Rangliste angeht. Und wenn wir hier auf das Umsatzwachstum im letzten Jahr schauen, da sehen wir hier vor allem den Kreuzfahrtunternehmen ganz vorne mit der Norwegian Cruise, Carnival und Royal Caribbean. Die ersten drei Plätze hier alle mit diesen Aktien belegt. Tja, und bis auf Berkshire Hathaway auf Platz 10 suchen wir hier die Top 10 der Marktkapitalisierung vergeblich bei der Umsatzentwicklung der letzten 12 Monate. Über einen etwas längeren Zeitraum betrachtet, und zwar die Umsatzentwicklung über 5 Jahre. Da sehen wir auch hier wieder nur einen einzigen aus den Top 10 in dieser Rangliste und das ist Tesla, die im Schnitt mit 43,7% pro Jahr wachsen konnten. Und unangefochten auf Platz 1 ist hier Moderna, was aber natürlich damit zusammenhängt, dass sie besonders im Jahr 21 und 22 extreme Umsatzzuwächse hatten, die, wie wir hier dann aber sehen, in den letzten 12 Monaten schon wieder ordentlich geschrumpft sind. Minus 52,8% hier der Wert. Ja, und wenn wir hier mal auf die Top 10 der Marktkapitalisierung schauen, wie die sich in den letzten 5 Jahren angeschaut haben, wie gesagt, Tesla hier dann innerhalb dieser Rangliste ganz vorne und alle hier immerhin noch im zweistelligen Bereich, bis auf Visa, Eli Lilly und Berkshire Hathaway. Was die Dividendenrendite angeht, ist ja auch immer für viele Anleger ein wichtiger und interessanter Wert. Ist es so, dass von den Aktien aus dem S&P 500 hier Pioneer Natural Resources ganz vorne ist mit einer Rendite von knapp 10%, wie der Name schon sagt, ein Energieunternehmen, ebenso wie Devon Energy, das mit knapp 9% eine unwesentlich niedrigere Rendite anbietet. Und auf Platz 3 hier die Altria Group, Tabakkonzern, mit immerhin noch 8,6% Rendite aktuell. Ja, ein Unternehmen aus den Top 10 der Marktkapitalisierung sehen wir hier gar nicht. Da bietet auch nur die Hälfte der Werte überhaupt eine Dividende an. Ganz vorne hier Microsoft mit 0,83% und Nvidia hier mit 0,04%. 4% auf den aktuellen Kurs. Ist für die Anleger von Nvidia aber zu verschmerzen, weil dann doch die Rendite eher über den Kursverlauf entsteht. Aber die ist natürlich immer nur auf dem Papier vorhanden, solange man denn die Aktie hält und wird dementsprechend erst bei einem Verkauf der Werte ein realer Gewinn. Übrigens, wenn dir das Video gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ja, und welche Werte konnten bei der Dividende in den letzten 10 Jahren den größten Zuwachs verzeichnen pro Jahr? Da haben wir hier wieder Pioneer National ganz vorne mit unglaublichen 71%.
Das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass dort mal es sehr wenig Dividendenrendite gab und die dann sprunghaft angestiegen ist um ein Vielfaches. Ein nachhaltiges Dividendenwachstum in dem Bereich kann ich mir ja kaum vorstellen. Ähnlich sieht es hier bei den nächsten Unternehmen aus. Einzig bei Broadcom ist es tatsächlich eine fundamental stetig wachsende Dividendenrendite. Das ist fast ein eigenes Video wert. So sehr wurde da in den letzten 10 Jahren Jahr für Jahr die Dividende gesteigert. Ja, und auch hier können wir nochmal auf die wertvollsten Unternehmen schauen. Da kann Visa doch einen sehr ordentlichen Wert anbieten mit durchschnittlich 20% Dividendensteigerung pro Jahr über 10 Jahre. Dementsprechend ist dann die Rendite bei den Aktionären, die schon so lange dabei sind, deutlich höher als diese 0,75%. Ja, und hier wachsen auch alle im zweistelligen Bereich, von denen die Dividende anbieten, bis auf Eli Lilly. Aber auch das ist ja mit 7,1% Steigerung pro Jahr durchaus noch ein sehr angenehmer Wert für die Aktionäre. Ja, und wie sieht es mit den Ausschüttungsquoten aus? Und da sehen wir ja, dass doch einige Unternehmen im S&P 500 deutlich über ihre Verhältnisse leben. Hier haben wir eine Molson Coors Beverage Gesellschaft, offensichtlich einen Getränkehersteller, die zuletzt 832% des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet haben, angeblich. Aber offensichtlich scheint das nur ein Ausrutscher zu sein, denn wie wir hier sehen, bei dem 10-jährigen Mittel schüttet das Unternehmen dann doch nur 37% aus der Gewinne. Insofern ist das, wenn das bei einem einmaligen Ereignis bleibt, vielleicht noch zu verschmerzen. Hier die folgenden Unternehmen auch alle noch deutlich über ihre Verhältnisse gelebt, sage ich mal, zuletzt bei der Ausschüttungsquote. Und ganz besonders hier Merck & Co., sagt der Screener hier, 236% zuletzt ausgeschüttet. Und auch was das Mittel über 10 Jahre angeht, ist man hier noch über 100% mit 109. Das finde ich dann schon fragwürdig. Ja, und bei den wertvollsten Unternehmen des S&P sehen wir, dass hier eigentlich alle sehr, sehr moderate Ausschüttungsquoten haben. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Nettomarge. Also was bleibt am Ende übrig? Und hier steht aktuell Amazon Electric mit 63% Nettomarge ganz vorne in der Liste. Und hier sehen wir dann auch in dieser Auflistung mal wieder ein Unternehmen aus den Top 10 der Marktkapitalisierung mit Visa, die ja traditionell eine hohe Nettomarge aufweisen mit 52%. Und dann sehen wir hier auch Mastercard noch mit 43% mit dabei. Da gelingt es den Kreditkartenunternehmen ja traditionell sehr hohe Margen zu erzielen. Ja, und hier Texas Instruments finde ich noch bemerkenswert. Auch ein Unternehmen, was ich übrigens selbst im Depot habe, mit einer Nettomarge von 41% zuletzt, die, wie wir hier sehen, im 10-jährigen Mittel auch noch mal deutlich gesteigert werden konnte zuletzt. Da ist der Wert bei 31%. Hier Roper Technologies, ebenfalls in den letzten 12 Monaten eine deutlich höhere Nettomarge als im Durchschnitt. Und ganz oben sehen wir hier bei Amazon Electric, sieht es ähnlich aus. Da scheint es also fast Sondereffekte zu geben, die zu der außergewöhnlich hohen Marge geführt haben. Und bei den wertvollsten Unternehmen haben wir dann hier logischerweise auch Visa auf Platz 1 bei der Nettomarge. Nicht besonders viel übrig bleibt hier bei Amazon, aber das ist ja eigentlich traditionell so. Sehen wir auch hier bei dem Durchschnittswert. Tesla, die zuletzt 13% erzielen konnten, haben auf lange Sicht negativen Wert. Was auch logisch ist, weil der Autobauer ja erst seit ein paar Jahren Gewinne erzielt und mittlerweile dann aber sehr große. Ja, Meta hatte zuletzt hier einen etwas geringeren Wert als im langjährigen Mittel, ebenso wie Nvidia. Dann schauen wir mal auf das KGV. Auch hier sehen wir wieder Amazon Electric aktuell am günstigsten bewertet mit einem KGV von 4,2, gefolgt von American Airlines. Und Valero Energy, General Motors und EQT Corp sind ebenfalls noch Werte unterhalb der Marke von 5. Und wenn wir das hier mal vergleichen mit dem Mittelwert über 10 Jahre, sind die Unternehmen auch alle aktuell günstiger bewertet. Ganz besonders hier Amazon Electric und EQT Corp, die beide einen Wert von 20 bzw. über 20 haben oder hatten in der Vergangenheit. Und das gilt dann aber auch für die weiteren Plätze hier bei Philips bis hin zu Steel Dynamics, die aktuell deutlich günstiger bewertet sind als in der Vergangenheit, was immer auch das für Gründe hat. Und wenn wir hier einen Blick auf die wertvollsten Unternehmen werfen, dann ist Berkshire Hathaway tatsächlich aktuell mit einem KGV unter 10 bewertet und alle anderen aber jenseits der 25. Und zwei sind hier sogar im dreistelligen Wert im Moment. Einmal Amazon mit 110 und Nvidia mit sage und schreibe 217.
Noch teurer lässt das Nvidia erscheinen, wenn wir hier auf das 10-jährige Mittel schauen. Da liegt man bei 41 und Amazon hingegen wird ein bisschen günstiger. Da war es zuletzt oder in der Vergangenheit doch regelmäßig teurer mit einem KGV von 150 und jetzt eben sind wir hier bei ja, knapp 110. Tesla kommt auch langsam runter beim KGV von 206 hier aktuell bei 68. Apple finden ja mittlerweile auch viele überteuert mit einem KGV von 30 aktuell. Der Mittelwert der Vergangenheit spricht so ein bisschen für diese These, was auch immer Apple aktuell so teuer werden lässt. Zum einen natürlich die Marktstimmung allgemein und zum anderen vielleicht auch die Erwartung, dass das Unternehmen mit dem neuen Produkt der Brille sich neue Märkte und Kundschaften erschließen kann. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall einfach immer ein sehr interessanter Aspekt, das KGV, wo doch so viele Komponenten mit reinspielen in die Bewertung. Und das muss man dann manchmal eben doch auch ein bisschen aufdröseln und kann es nicht einfach so lesen, dass Apple aktuell teuer ist, weil es eben teurer ist als in der Vergangenheit oder Berkshire Hathaway gerade besonders günstig, weil es eben günstiger ist als zuletzt. Eigentlich auch ganz interessant hier Apple mit einem hohen KGV aktuell und Berkshire Hathaway mit einem eher niedrigen, obwohl Berkshire ja einen sehr hohen Anteil an Apple im Unternehmen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auf welche Kennzahlen ihr besonders achtet bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen kaufenswert ist oder nicht. Ja, und auch bei den übrigen Werten des S&P können wir mal auf die teuersten Unternehmen schauen. Da sehen wir hier die Las Vegas Sands Corp. Das ist, glaube ich, ein Casino-Betreiber. Mit einem KGV von 800 und Salesforce hier direkt auf Platz 2 mit immerhin 550. Und hier schafft es dann auch Nvidia in dieser Kategorie in die Top 10. Ja, und dann schauen wir uns mal eine Verschuldungskennzahl an, die Interest Coverage. Also wie sehr die Unternehmen in der Lage sind, ihre Zinszahlungen zu bedienen. Je höher der Wert hier, desto leichter fällt es den Unternehmen. Da haben wir hier Alphabet ganz vorne als einziges mit einem dreistelligen Wert. Das deutet eben zum einen auf hohe Gewinne hin in Verbindung mit wenig Schulden. Auch sehr stark hier noch Tesla mit einem Wert über 80. Ja, und ganz unten auch hier wieder Amazon mit einem Wert von 6, der auch noch mal ein bisschen runtergekommen ist im historischen Vergleich von 7. Aber eigentlich muss man sagen, sind hier alle Werte zumindest nicht besorgniserregend, schon gar nicht hier ab Nvidia, wenn es dann in den zweistelligen Bereich geht. Ist das für die Unternehmen kein Problem, die Zinszahlungen zu bedienen? Ja, und was kommt dann hinten raus für die Anleger, was Kursentwicklung und Dividendenzahlungen angeht, wenn denn das Unternehmen welche ausschüttet? Hier sehen wir bei den 10 wertvollsten Unternehmen Tesla ganz vorne mit fast 60% Kursentwicklung pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Über 40% haben wir hier dann auch noch Nvidia dabei und Eli Lilly. Mit Apple konnte man sein Investment um fast 30% steigern pro Jahr und Amazon hier der einzige Wert, mit dem es in Anführungsstrichen nur 8% pro Jahr Rendite gab. Und was ist mit den anderen Aktien, die nicht zu den Top 10 der Marktkapitalisierung gehören? Da haben wir hier Enphase Energy mit fast 90% Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre gesehen. Und Tesla schafft es hier dann sogar schon auf Platz 2 vor Nvidia. Und Eli Lilly ist da auch noch mit dabei in den Top 10 von allen. Aber dann auch zwei Unternehmen, die nicht so bekannt sind mit Quanta Services und Cadence Design. Zumindest sind sie bei mir nicht täglich auf dem Schirm. Ja, und in den letzten 5 Jahren so gar nichts zu gewinnen, war dann hier mit diesen Unternehmen, die allesamt pro Jahr zweistellig Kursverluste eingefahren haben. Allen voran hier an der Spitze die DXC Technology. Und wenn man sich die Kursentwicklung über 10 Jahre anschaut, da stößt dann Nvidia Tesla vom Thron. Da konnte man mit dem Chiphersteller pro Jahr satte 61% Kursgewinn erzielen. Ja, glücklich die, die schon so lange dabei sind. Aber Tesla muss sich hier natürlich auch alles andere als verstecken mit immerhin 37% pro Jahr. Und Amazon schafft es dann auch hier etwas weiter nach vorne mit 25% Kursentwicklung und über 10 Jahre dann das in Anführungsstrichen Schlusslicht, über die sich trotzdem wahrscheinlich jeder freuen wird. 11,8%. Rendite pro Jahr. Ja, und wenn man alle anderen Aktien des S&P 500 noch mit hinzunimmt, bleibt Nvidia hier trotzdem ganz vorne, gefolgt von Advanced Micro Devices und Broadcom. Also interessant, 3 Chip-Hersteller im S&P 500, die hier die Spitze bilden über 10 Jahre, was die Kursentwicklung angeht. Und Tesla schafft es dann auch noch von den ganz Großen hier auf die vordersten Plätze. Ja, und starke Nerven mussten die Aktionäre von Viatris haben, die Jahr für Jahr 10% verloren haben von ihrem Investment, sofern sie denn auch schon so lange investiert sind.
Und bei Warner Brothers Paramount Global sah es nicht viel besser aus. Für mich müssen beim Aktienkauf ja immer mehrere Kennzahlen zusammenpassen, ganz abgesehen davon, wie mir das Geschäftsmodell gefällt und ob ich glaube, dass das Unternehmen damit auch in 10 Jahren noch steigende Umsätze erzielen kann. Und da reicht es dann auch nicht, wenn die Dividendenrendite attraktiv ist, aber der Konzern immer wieder damit zu kämpfen hat, Gewinne einzufahren. Ja, was ist für euch so die wichtigste Kennzahl oder ist es tatsächlich eher das Geschäftsfeld bei den Firmen, die für euch ausschlaggebend sind? Finde ich immer interessant zu erfahren. Schreibt mir das doch gerne. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, abonniert Depot Diary, dann kann mein Kanal weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr, wenn du auch noch die Glocke aktivierst. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis bald.